Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute kommentieren wir für Sie live von der Ivy Lane. Heute heißt es also Mainz 05 gegen Werder Bremen. Und da ist die Aufstellung Mainzer. Das sieht nach einem 4-5-1 heute aus bei Ihnen. Was sagst du, Schi? Ja, im Grunde die klassische Verteidigung heutzutage. Aus dem Fünfer-Mittelfeld wird da natürlich immer wieder nach vorne reingestoßen. Und so bist du einfach schwer auszurechnen. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Für Sie geht es heute in der 4-3-3-Formation in dieses Spiel. Und in der Mitte der Stürmer ist wohl, wir kennen das, ein Stück zurückgezogen. Das ist diese falsche 9. Buschi, kurz ein paar Worte zur letzten Saison der Mainzer. Also das war natürlich überragend, was sie geleistet haben. Nicht nur in der letzten Saison, über viele Jahre hinweg. Und klar, ein Name des Erfolgs war natürlich Christian Heidel. Und da bin ich mal gespannt, wie sie den Abgang verkraften. Dietmar Schönlebe ist der Unparteiische heute. Beide Mannschaften sind bereit. Es geht los. Assi. Egestein. Ball kommt rein. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Levin und Öztunali. Ball de Jong. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Flex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Mal eine andere Variante. Der Pfeil der Schiedsrichter und hier muss er auf Freistoß geben. Schiri zeigt ihm Gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Wer da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So ein Grätsche musst du unterbinden. Eingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Delaney! Erhalten! Gibt erneut Eckball. Die Ecke kommt rein. Da können Sie erstmal klären. Achtung! Klasse Aktion, Ball ist weg. Sinski. Öztunali. Sie bekommen den Einwurf. Schnell ausgeführt, dieser Einwurf. Jetzt vielleicht. Irgendwie hält er ihn. Und Ecke. Gegangen. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Nach den ersten 45 Minuten sehe ich noch kein Team im Vorteil. Ja, und wenn das nach der Pause so weitergeht, dann wird das eine richtig enge Nummer.
Öztunali. Jetzt ist die Kugel weg. Bagfrede. Delaney. Das könnte gefährlich werden. Da ist die Flanke. Toller Pass. Super Kopfball. Und da machen sie hier fast das Tor. Was für eine Szene. Tolle Chance. Egestein. Jetzt könnte es gefährlich werden. Balkon ein. Ja, gute Hereingabe. Was machen Sie draus? Ja, das gibt Eckball. Gar keine schlechte Gelegenheit eben. Sieht man ja hier in der Wiederholung auch nochmal. Er setzt sich hier im Strafraum gut durch, aber das Tor trifft er trotzdem nicht. Jetzt kommt die Ecke. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Keins. Ein guter Volley. Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht. Sah auch zunächst gut aus. Der Auftritt, wenn er das Kurzpassspiel so meisterlich beherrscht. Jetzt vielleicht. Da kommt er nicht richtig hinter den Ball und dann ist er leicht abzuholen. Aktuell steht es unentschieden. Ob die Auswechslung daran was ändert? Die Ecke kommt rein. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Hier haben wir nach wie vor kein Tor gesehen. Beide verteidigen allerdings auch. Der Torwart forstet den Ball weg. Klasse. Da trennt er ihn vom Ball. Die nächste Ecke. Nochmal eine gute Gelegenheit. Aktion, super Kopfball, aber noch besser gehalten. Bergrennen. Da könnte die Chance werden. Das macht er gut. Pablo de Blasis. Ja, gut gemacht. Danke, kommt. Da schießt er. Da zieht er ab. Ein torarmes Spiel hier bisher. Aber jetzt dürfen die Fans hier endlich mal einen Treffer bejubeln. Lang, lang hat's gedauert. Und vielleicht verändert das ja dieses Spiel. Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Oh, da haben die Verteidiger ihn aber im Stich gelassen. Und so kannst du den Gegentreffer irgendwann dann nicht mehr verhindern. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Selassie. Das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Das war gut, was er heute angeboten hat. Ganz wichtiger Mann bei dem tollen Sieg. Sein Tor hat den Ausschlag gegeben. Da hat er mal wieder gezeigt, was er drauf hat.